Guten Morgen. Ja, ich bin heute hier noch mal am Kloster Michaelstein. Ja, da bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen durchgelaufen und habe so ein paar Filmaufnahmen gemacht. Und wenn ihr Lust habt, mich heute bei meiner kleinen Wanderung zu begleiten, dann bleibt jetzt dran. Von hier werde ich jetzt auch meine kleine Wanderung beginnen. Also kommt mit! Für diese Wanderung habe ich mir natürlich wieder Bilderbuchwetter für heute ausgesucht. Schöner Sonntag mit schönen Sonnenscheiben. Es ist noch ein bisschen frisch. Jacke kann man noch nicht ausziehen, aber ansonsten allgemein gutes Wetter heute. An diesem Kloster, da sind ja so ein paar Deiche. Ja, da werden wahrscheinlich so Karpfen und sowas gezüchtet. Also das gibt es ja heute noch, da gibt es auch Fischgaststätten hier. Also in allen kann man hier wahrscheinlich gut Fisch verzehren. Und genau das ist jetzt hier dieser Weg, der an den Teichen entlang führt. Die paar Baumschäden halten sich natürlich hier noch in Grenzen, ist alles schon ein bisschen freigeschnitten. Ja, geht euch das manchmal auch so? Also ich habe jetzt gerade wieder mal was vergessen gehabt. Ich musste mal wieder zurücklaufen. Heute gibt es wieder mal 3 Kilometer extra. Denn ich hatte nämlich meine Reserveakkus vergessen für die Kamera. Toll, oder? Ja, das sind schon eine ganze Menge Teiche hier. Das ist nicht bloß einer. Die haben auch alle ein bisschen einen Namen, aber die kann man sich nicht alle merken. Und hier ist dann schon wieder einer. Und hier neben mir fließt dann der Bach. Und der füllt dann diese Teiche. Und ich bin dann jetzt hier schon wieder am Ende dieser Teiche. Man kann die Wege auch auf der anderen Seite nutzen fürs Zurückgehen. Aber ich gehe natürlich jetzt noch nicht zurück, denn ich will jetzt noch zum Volkmarskeller gehen. Da muss ich natürlich jetzt hier oben den Hauptweg nehmen und da geht es erstmal richtig bergauf.
Für kleine Pausen gibt es natürlich auch ab und zu mal so eine kleine Hütte zum Rasten. Hier habe ich noch einen Gedenkstein, dass hier 8 Bergleute bei einer Dynamitexplosion verunglückten. Tja, passiert halt. Ich bin natürlich noch nicht ganz oben, aber ich denke mal, ich habe es bald geschafft. Den Stempel hier für diesen Volkmarskeller gibt es natürlich schon hier unten. Also wer sich das nicht anschauen will, kann sich zumindest den Stempel holen. Aber ich gehe jetzt erstmal da hoch. Denn das ist hier ein kleiner, steiniger, leicht steiler Aufstieg. Aber wie gesagt, ich mag ja steile Aufstiege. Und hier ist ja auch schon das erste, was man sich mal anschauen kann. Da gibt es einmal hier einen Eingang. Und da kann man so wie in so eine kleine Höhle reinkriechen. Das ist eine ziemliche Kriechsache. Ich weiß nicht, ob es da hinten um die Ecke geht, aber hier nebenan ist ja auch noch ein Gang. Mal gucken, ob der da irgendwo rauskommt. Also gehen wir noch mal hier rein. Ich glaube, meine Taschenlampe ist ein bisschen zu dunkel. Zumindest kann man hier noch einen Ausgang sehen. Hier bin ich jetzt reingekommen. Und hier, was gibt es hier noch? Da schaue ich mal. Hier ist noch so ein schöner kleiner Gang. Das ist ja wieder mal was Geniales hier. Hier kann man ja wieder schön kriechen. Ui, ui, ui. Wieder ein kleiner schöner Raum. Ach ja, bloß nicht so dreckig machen. Ich gehe hier mal noch rein. Und da geht noch ein Gang weiter. Aber das ist jetzt was, wo ich hier nicht weitermache, denn hier fehlt mir wieder die entsprechende Kleidung. Aber zumindest, ich war erstmal hier in diesem kleinen Raum drin. Also jetzt hier wieder rauskriechen, bisschen dreckig machen hier, schöner Schlamm hier. So, hier wieder seitlich rauskriechen. Also glaubt es mir schon, das ist ein bisschen eng hier. So. Na gut, da werde ich die Halle mal noch ein bisschen fotografieren. Und hier ist der andere Ausgang.
hat immer so schönes halben Holzstamm hingelegt. Da kann man sich ja glatt mal setzen. Und weil ich mich jetzt hier gesetzt habe, kann ich auch glatt mal was trinken. So, meine Sonntagsmittagsruhe ist jetzt gestört, denn die Waldarbeiter arbeiten hier auch sonntags. Also muss ich jetzt weitergehen. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Ich gehe jetzt mal noch ein Stückchen höher hier. Hier geht nämlich noch der Weg nach oben. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber da oben am Baum ein Riesenbienennest. Die machen richtig Krach. Naja, ein paar Ruinenreste sind hier noch. Hier ist noch ein schönes tiefes Loch. Und eine Feuerstelle mit hier so ein paar kleinen Mauerresten rundherum. Und hier sind auch noch ein paar Mauerreste. So, hier kann ich vielleicht noch ein kleines Stückchen hochgehen, mal sehen, wo es noch hingeht. Naja, viel mehr kann man jetzt hier nicht so erkennen. Das war es auch eigentlich auch schon. Na gut, dann gehe ich auch wieder zurück. Hier aus diesem Loch kommen Stimmen nach oben. Ist ja richtig grauenhaft. Ich würde sagen, da unten sind Besucher in der Höhle. So, und weiter geht's dann zu meinem nächsten Ziel. Mein Weg führt mich jetzt in Richtung Mittelberg. Und zwar gibt es da den Eckelröther Brunnen. Und mal sehen, ob ich da meinen Schatz finde. Hier in Mittelberg habe ich natürlich den Eckelröther Brunnen am Schild gefunden. Aber einen Brunnen habe ich nicht gefunden, also habe ich jetzt auch nicht meinen Schatz gefunden. Aber dafür habe ich jetzt noch diesen schönen Baum für euch. Tja, der Baum hier ist mal wieder ein ganz schönes Monster hier. Der ist innen komplett hohl. Da könnte man sogar reingehen. Ich werde es aber sein lassen. Ist ein bisschen sehr enge. Momentan passiert natürlich auch jetzt nicht sehr viel auf meinen Wegen. Denn das sind ja normale Forstwege. Die kann man eigentlich ziemlich bequem laufen. Außer das Abenteuer mit diesen Bäumen hier, ist ja wirklich nicht sehr viel los. Nur gut, dass ich zu Fuß unterwegs bin. Laufen stand ja nicht verboten. Und hier sieht man, dass sie es ernst meinen. Ja, der Entenpfuhl hier 100 Meter hin, mal sehen, was das ist, schaue ich mir noch an und dann geht es wieder zurück zu dem Kloster, wo ich geparkt habe. Ja, das Schild jetzt hier beschreibt, dass hier gerade eine Aufforstung stattfindet, also mit irgendwelchen Buchenwäldern und so weiter. Und deswegen war das jetzt auch hier, dass man diese Strecke nicht befahren durfte, weil ich habe mich schon gewundert, warum das alles so niedrige Bäume sind. Ja, das ist halt eine Aufforstung hier. Ja, ich bin jetzt wieder zurück. Und hier werde ich jetzt mein Video auch beenden für heute. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.